Hallihallo, hallo. Heute gibt es ein kleines Unboxing und zwar Apollo 13 und der Weiße Hai. Das sind beides die aktuellen Universal-Titel, die im 4K-Steelbook rausgekommen sind. Und die gucken wir uns mal gemeinsam an. Ich erzähle so ein bisschen was zur Optik und Veröffentlichung und so weiter und so fort. Viel Spaß dabei. Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks. Hier haben wir wieder zwei aktuelle Steelbooks und zwar sind die jetzt ganz frisch rausgekommen. Am 18.06. war die Veröffentlichung. Und das sind hier, wie gesagt, einmal Der Weiße Hai und Apollo 13. Der Weiße Hai ist eine reguläre Veröffentlichung gewesen, die man auch so bei Mediamarkt und Co. bekommen konnte. Tatsächlich ist sie aktuell so ein bisschen aus dem Sortiment verschwunden, liegt wahrscheinlich mit daran, dass sie schon ausverkauft ist. Währenddessen Apollo 13 ein exklusiv Amazon-Steelbook ist und könnt ihr auch aktuell noch ganz normal erwerben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Der Weiße Hai an. Das Teil packen wir mal aus und nehmen es mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Bei dieser Veröffentlichung hört man es schon, die Disc ist leider lose, das gucken wir uns gleich mal an, aber eigentlich in der Regel macht das keine Probleme. Zumindest hatte ich bei einer Blu-ray bzw. 4K noch nie ein Problem, wenn die Disc locker war. Das Steelbook ist wohl überall gleich, also tatsächlich haben wir hier nur eine deutsche J-Card da drauf. Auch die machen wir jetzt hier mal ganz vorsichtig ab. Und gucken uns dann mal das an, was sich eben dahinter befindet. Beziehungsweise starten wir mit der J-Card, also 4K, FSK 16 Logo, Der Weiße Hai, 45. Jubiläum und ja, hier hinten eben alle Infos, Inhaltsangabe, technischen Details und Extras, Sprache und so weiter und so fort. Also eine echt schicke Veröffentlichung mit einigem drin und das Steelbook ist hier ja wieder so eine matt gebürstete Steelbook tatsächlich. Wir haben hier keine Prägung, so also ganz leichte Lackierspielerei ist hier drauf. Also wie ihr sehen könnt, ist der Hintergrund so ein bisschen ja, gebürstet, würde ich fast das nennen. Und der Schriftzug fällt so ein ganz bisschen raus. Auch der Hai ist ein ganz bisschen anders beschichtet. Ein paar Luftblasen sind dabei. Und keine Kratzer oder Macken. Das Spine an der Seite hat eben den Jaws-Schriftzug. Schön zentriert in einem hellblau und hinten drauf haben wir das bekannte Motiv mit der Schwimmerin ohne Hai hier unten. Wenn wir das aufmachen, kommt uns hier wie gesagt eine. Okay, warte mal. Müssen wir ganz kurz richten. So, ich habe die Discs erstmal rausgemacht, denn ich möchte mir tatsächlich dieses Innenartwork angucken. Das finde ich wirklich. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass man sicherlich ein Artwork da drin hat, sei es jetzt Hai oder ein bisschen Wasser, aber dass man hier eben die panische Meute hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich tatsächlich sehr geil, weil es super unruhig wirkt im Vergleich zu dem sehr ruhigen, cleanen Artwork von außen. Ist ein super schöner Kontrast und ich muss sagen, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, überrascht mich positiv gerade. Die Discs sind ja relativ einfach gehalten. Hier haben wir die Blu-ray-Disc und die 4K. Aber ist wie gesagt hier vor allem die 4K ist für mich besonders interessant, weil ich eben, weil ich den Film jetzt hier eben in 4K gucken kann. Und das freut mich umso mehr. Ich habe den Film tatsächlich erst zweimal gesehen. Also ist einer der Titel, der auf jeden Fall jetzt eine 4K-Sichtung, die noch aussteht, aber auf die ich mich echt freue. Also ich kann mir das hier echt sehr gut vorstellen. Es gibt jetzt ja auch zeitgleich eben die Mediabooks von Teil 1 bis 4, die ja so optisch auch sehr ansprechend tatsächlich für mich persönlich sind. Ich habe die mir auch alle vorbestellt. Da gab es so ein bisschen Diskussionen wegen dem Spine, aber ich würde sagen, da kommen wir sicherlich nochmal drauf zurück und gucken uns die genauer an, wenn die alle hier sind. Da werde ich sicherlich ein komplettes Unboxing der Reihe machen. So, jetzt hier den Sticker wieder schön mittig anbringen. Und ja, wie gesagt, ich bin auch so ein Typ, ich mache ja immer die J-Cards wieder drauf. Ich weiß nicht, wie ihr das findet oder ob ihr das auch macht. Es gibt einige, die schmeißen die, glaube ich, auch weg. Also könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr Leute seid, die auch wieder draufkleben oder ob ihr die wegschmeißt, wie auch immer. Und das Teil geht jetzt gleich auf jeden Fall in eine Schutzfolie und dann schön ins Regal. So, das hier ist Apollo 13. Wie gesagt, sind beide jetzt am 18.06. rausgekommen. Auch hier haben wir ein Jubiläum, jetzt nicht 45, sondern 25 Jahre. Und mir ist eben aufgefallen, auch hier ist... Hört uns gar nicht. Doch, auch hier ist die Disc lose. Sehr verrückt, das, weil eigentlich gehen die nicht so schnell da raus. Finde ich krass, dass die jetzt auf jeden Fall beide locker sind. So, auch hier versuche ich jetzt wieder den Sticker eben vorsichtig abzulösen. Ich hasse das, wenn dann hier unten die J-Card einreißt. Da bin ich so echt super penibel. Und deswegen wird das hier immer so
schön vorsichtig abgemacht. Ja, was haben wir hier auch? Wie gesagt, 4K mit Blu-ray drinne, HDR, 25-jähriges Jubiläum. Und auch hier haben wir natürlich für den ultimativen Filmgenuss Inhaltsangabe, Extras, technischen Details. 140 Minuten geht der Film. Tatsächlich muss ich gestehen, ich kenne Apollo 13 nicht. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe von dem natürlich schon gehört. Das ist jetzt kein unbekannter Film für mich. Aber gesehen habe ich ihn tatsächlich noch nicht. Und mit einer Erstsichtung freue ich mich aber sehr drauf. Und auch hier haben wir wieder... Boah, das kommt aber doll. Das kommt doller zur Geltung. Das ist auf jeden Fall anderes. Andere Beschichtung. Also ein super mattes Steelbook mit einem wirklich schönen Hochglanzeffekt. Also im Licht wird es deutlicher. Das sieht schon sehr cool aus. Mag ich auf jeden Fall. Hier eben die startende Rakete, die dann tatsächlich so rauskommt. So, auch hier. Relativ cleanes... Oh nein! Relativ cleanes Steelbook mit Macke. Scheibenkleister. Oh nö. Oh. Super schade. Hat man tatsächlich am Anfang... Gut, ich habe es mir nicht von denen angeguckt, aber würde man nicht sehen. Also durch die... Nee, hier sieht man eigentlich keine... Sieht man hier eine Delle drinne? Unter der J-Card. Ach, ist das schade. Gut. Naja. Aber ich bin da relativ entspannt tatsächlich mit. Also ich versuche sowas zu vermeiden, aber ich weiß, dass sowas passieren kann. Auch hier oben. Oh, hier sind ja noch zwei, drei. Okay. Ja, das muss... Weiß ich jetzt auch nicht. Ist das auch noch eine... Hier ist auch noch ein Kratzer. Seht ihr den? Oh, Mann. Ja, schön unter der Banderole. Also, guckt euch genau an auf jeden Fall. Ja gut, das ist ein Amazon-Exklusiv. Da kann man nicht so viel gucken. Guckt euch auf jeden Fall an, bevor ihr es auspackt. Hier unten ja auch nochmal... Oh, das hat auf jeden Fall irgendwie krass was abgekriegt hinten am Rücken. Also heftig. Hätte ich nicht gedacht. Also das, jetzt möchte ich gerade noch mal kurz im Vergleich zu beim weißen Hai. So, dafür machen wir extra nochmal die Banderole ab. Nee. Also der weiße Hai blieb unbeschadet. Hat echt nur das Apollo-Stil erwischt. Oh Mann. Ja, na gut. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, da ob ich dann irgendwie das austausche oder so. Bisschen schade, aber also ich kann das nicht schön reden, aber ich kann es jetzt auch nicht, also das kann ich jetzt auch nicht schlecht. Ich gehe, in der Regel ist das für mich kein Produktionsfehler, sondern das ist jetzt einfach eine Macke, die hier drin ist. Die, ich weiß nicht, ob sie doch beim Transport entstanden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Einzelsache ist. Das ist super schade, sowas. Steelbooks sind halt unfassbar anfällig. Ne? Das darf man einfach nicht vergessen. Ja, ihr könnt ja mal gucken, wenn das einer von euch hat. Ich weiß, dass einige, ich habe das schon bei einigen in der Story heute gesehen und auch in dem einen oder anderen WhatsApp-Chat war das Steelbook heute schon Thema. Guckt mal bitte nach, ob ihr was habt. Könnt ihr mir auch gerne hier unter die Kommentare schreiben, ob ihr da eine Macke habt. Aber in der Regel ist da ja auch Amazon und Universal sehr kulant mit dem Austausch. Also erstmal für mich keine große Hürde. Ist halt nur ein bisschen schade, dass man erstmal ein Produkt bekommt, wo eine kleine Macke drin ist. So, hier haben wir auch ein Innenartwork. Das ist tatsächlich das Bild, was ich auch mit dem Film verbinde. Und ein bisschen schlichter. Also ich muss sagen, von außen gefällt mir Apollo 18 besser. Und von innen gefällt mir auf jeden Fall der weiße Hai besser. Discs sind wir jetzt hier auch wieder mit, ja, 4K mit dem Mond. Und gleiche. Und die Blu-ray. Remastered und restored. Ja, alles in allem eigentlich zwei sehr, sehr schöne Veröffentlichungen. Wie gesagt, die hat leider hier ein bisschen was abgekriegt. Da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Aber eine wirklich schöne Aufmachung. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass hier auf jeden Fall mit der Lackierung gearbeitet wurde. Weil ich bin der Meinung, das wurde in der letzten Zeit so ein bisschen außen vor gelassen. Also ich freue mich einfach, dass man hier eben wieder jetzt mit Hochglanz und mit Matt und Spotlack gearbeitet hat. Und in der Regel macht das wirklich, also man hat bei Steelbooks wirklich so viele Möglichkeiten. Und Universal kann das eigentlich echt gut. FSK-Logo frei, schönen Druck auf dem Spine. Dann hier auch wirklich so alles zentriert in die richtige Richtung, schön mittig.
keine Logo-Spielereien, dass das Logo mal oben, mal unten. Also eigentlich sind die immer sehr identisch und symmetrisch im Regal und da bin ich ja absoluter Fan von. Beide Dinger sind, wie eben schon mehrfach erwähnt, jetzt eben draußen. Könnt ihr euch ganz normal, wenn ihr Glück habt, noch holen. Also wie gesagt, der Weiße Hai soll angeblich auf 1500 Stück limitiert sein. 100% sicher bin ich dabei nicht, aber es kann natürlich möglich sein, weil bei Amazon ist er ausverkauft, bei Mediamarkt und Saturn ist er schon zum Teil nicht mehr gelistet. Ja, und Apollo 13 exklusiv Amazon. Könnt ihr gerne holen. Und mein Tipp an euch, also bin ich aber eh immer der Meinung für, bei solchen Teilen, wo eben eine Banderole, J-Card oder sonstiges dabei ist, guckt gerne lieber mal darunter. Häufig verstecken sich auch gerade hier unten dann irgendwelche kleinen Macken. Das ist labelunabhängig, das passiert ab und zu. Und wenn es jetzt ist, es mir sehr schnell aufgefallen, dagegen kann man dann sicherlich was. Trotzdem zwei schöne Steelbooks, die ich jetzt mit Freude in meine Sammlung stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.